Herzlich willkommen zurück bei Lichtim Battle Mage und nach werde ich etwas sicherer im Umgang mit den Zaubersprüchen und ich blicke auch so nach und nach durch dieses Crafting-System durch, was echt nicht so ganz easy ist. Ich kann es ja nochmal ganz kurz veranschaulichen. Wenn man in diesem System etwas craftet, dann benutzt man natürlich zuerst die Art von Zauber, die man hier generell machen möchte, nämlich Fire, Ice oder Lightning. Der Shield geht natürlich auch, aber wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen, die wir hier später dazu bekommen können, die sogenannten Sigils. Danach kommt das Pattern, das heißt also, ob es eine Nova ist, das sieht man hier oben, Targeted, AOE oder Nova. Targeted sind so die Sachen, die man in der linken Hand, also mit der linken Maustaste abfeuert. Die sind ja so ein bisschen, die ziehen so ein bisschen nach. Stalking Missile oder Missile of the Evoker, nehmen wir mal das hier, jetzt mal einfach nur so zum Zeigen. Und am Ende haben wir noch so eine Art, tja, wie soll ich sagen, richtungsweisend. Also wie soll dieser Zauberspruch, in welcher Spezialisierung soll dieser Zauberspruch besonders gut sein? Und dann haben wir hier Destruction, Control oder Mastery. Control war, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wie der Zauberspruch an sich rausgehauen wird, und Mastery ist dann, dass er die Gegner in irgendeiner Weise vielleicht ein bisschen behindert, einfriert, stolpern lässt, hinfallen lässt, was auch immer. Und Destruction ist natürlich gerade bei Fire besonders gut, deshalb haue ich nochmal den mit drauf. Und dann haben wir plötzlich den Flame Strike of the Evoker. Ich crafte den mal und equip den auch. Ich habe natürlich schon ein paar andere Sachen gemacht. Und der Flame Dings da of the Evoker sieht dann so aus. Beziehungsweise so. Und so. Und wenn ich jetzt, oh nein, hier sage, ich möchte aber was anderes haben. Zum Beispiel hier. Kann ich mir jetzt hier aus meinen verschiedenen Bereichen etwas aussuchen. Entweder Fire Rain oder die Kindling Trap. Das war das, was wir bisher immer öfters hatten. Oder diesen Volatile Flame. Ah nee, das war das Ding, was wir eigentlich hatten. Und hier können wir jetzt also ansehen, was das für Schaden hervorruft. 65 pro Sekunde. Was haben wir hier? Flame Strike 82 Damage, aber nicht pro Sekunde, sondern einmalig. Fire Rain 153 Damage und das hier ist ein Debuff. Der Debuff bedeutet also immer, dass die Gegner in irgendeiner Weise etwas angreifbarer für andere Zaubersprüche werden. Insofern, tja, was haben wir jetzt hier drin? Die Flame Nova macht 82 Damage, also irgendwie scheint momentan der Fire Rain hier eigentlich fast der beste zu sein. Wenn ich den mal hier reinnehme. Nee, wieso bleibt er da nicht drin? Lässt er mich nicht rein. Jetzt hat. Aber wo ist er jetzt hin? Da, Fire Rain. Okay. Er ist jetzt hier oben hin. Interessant. Wie sieht das jetzt aus? Genauso wie gerade eben. Okay, das ist ein Ding, das tatsächlich einfach nur von oben kommt und keine Fläche mehr hat, die noch weiter brennt, sozusagen. Also man muss hier echt ganz schön ausprobieren. Ich habe das gar nicht gedacht, aber eigentlich macht es ja auch Sinn, dass man so ein Spiel, was halt dann doch relativ stark auf solche mal den hier. Der muss hier oben rein immer. Was ist das denn hier? Flame Nova. Das ist meine linke Maustaste oder was? Ich bin hier manchmal immer noch nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, wir werden insgesamt besser. Der hier ist auch ein bisschen anders. Den habe ich nochmal geupgradet. Alter Schwede, ja, den habe ich geupgradet. Der gehört übrigens auch mit dazu, glaube ich, in irgendeiner Weise. Das ist wahrscheinlich der links unten. So. Und hier sind wir in der Arena. Und jetzt gibt's Action. Ich habe übrigens auch die anderen
Zaubersprüche so ein bisschen geupgradet, sodass die auch ein bisschen mehr Damage machen. Mir gefällt diese Arena hier ja nicht. Habe ich das schon mal jemandem gesagt? Will erstmal abfarmen. Wie riesig die ist. Tactical Shield haben wir immerhin nochmal bekommen. Impacting Nova. You've enjoyed quite the lucky streak, but that's ending now. Ah, ich befürchte es. Hello, Rogero. What have you done with my sister? We sold her long ago. No idea where they took the silly bitch. Then you're no use to me. Oh, ich hätte mich anders vorbereiten sollen. Oh, oh, oh. Boah, nicht schon, jetzt schon diese Viecher hier. You'll have to do better than that. So. Bleed for me. Give me a show. Schnauze da oben, ich muss mich konzentrieren. Wuhu! Muss ich wirklich konzentrieren. So, ich weiß gar nicht, ob man das so alles mitbekommt. Was man hier eigentlich alles macht. Oh, dass der in dem Moment, wo ich gerade den... Boah. Fiese Möb hier. Weil ich einfach geiler bin, als du dachtest. Haha, dachtest du. Nix mal. Diesmal habe ich mich vorbereitet. Oh, da kommen immer wieder neue verdammte Axt. Fire leveled up. Das ist doch schon mal gut. Ich tue mein Bestes, ehrlich gesagt. Es ist echt nicht einfach. Jawoll. Das ist ja schon ganz gut, dass da eine Fläche bestehen bleibt. Selbst im Wasser übrigens. So, auch der müsste eigentlich weg sein. Nee. Bam. Ich glaube, ich muss den Miniboss hier wegmachen. Genau das gleiche hatten wir ja schon letzte Runde. Geil, wie der so weitergeschwebt ist, weil er eingefroren war. Sah sehr gut aus. Sehr gut. Ich glaube, das funktioniert gar nicht so schlecht. Mal abwechselnd hier. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Rums! Sehr schönes Ding. Schnauze jetzt. Wuhu. Oh, 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 oh. Na, stehen die alle? Nein, tun sie nicht natürlich. Wir kämpfen einfach mal weiter. Dammit. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass man so ein bisschen Ruhe hat im Menü, aber war nicht so. Enduring Pool. Ah, guck mal an. Vielleicht nicht der idealste Zeitpunkt, um Schriftrollen aufzunehmen.
decided to put up a fight, have we? Jawoll. Der Typ ist schon mal weg. Oh, das war's. Wir hätten nur von Anfang an den Miniboss wegmachen müssen. Dann wären wir hier auch durchgekommen. Und ich habe es sogar geschafft, bevor die Folge aus ist. Bin ich ja jetzt fast schon selbst wieder erstaunt. So, gibt's hier einen Geheimgang? Schade. Hier kommt man nicht durch. So. Ganz schön anstrengend, diese Kämpfe. Hätte ich gar nicht gedacht. Ganz schön fordernd. Aber ich bin gespannt, wo uns das Ganze noch hinführt. Ich glaube, hier haben wir alles eingesammelt. Aber die zwei Unspent Siegel Points, die werden wir nochmal nehmen. Mehr Damage ist immer gut. Ich bin ja nicht so. Ich bin voll auf Damage irgendwie aus. Aber ist ja auch kein Wunder. Come back here, you bastard. Echt, ey, so ein feiger Hund. Ruggiero's got to be headed for the other reliquary. Wieso können die immer alle sich porten und ich als einziger nicht? Oh, look. Suicidal fanatics. Ja, stimmt. Bam. Wenn man so ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten, dann geht das auch alles ganz easy. Also ein wirklich schönes Gefühl für Größe hat man hier irgendwie, ne? Finde ich super. Gefällt mir sehr gut. Ihr Vögel. Ah, da ist noch einer. Ich habe doch schon in der Arena gegen den großen Boss gekämpft. Könnt ihr doch nicht als Einzelne hier ankommen. Ist ja lächerlich. Der war menschlich. Man hat schon das Gefühl von Macht so ein bisschen. Das, was die Entwickler auch versprechen. Obwohl ich tatsächlich so ein bisschen finde, dass man langsam ist. Also das ganze Spiel ist nicht schnell in dem Sinne. Man muss zwar schnell Entscheidungen treffen und sowas. Zum Beispiel jetzt. Aber das hätte ich besser nicht lösen können, glaube ich. Einer steht noch. Und jetzt nicht mehr. Das war schon mal sehr gut. Also der Zauberspruch hier ist schon eigentlich ziemlich cool mit diesem flammenden Boden. Der hilft schon einiges, wenn man ihn denn richtig einsetzt. Wow. Das waren mal viele. Now I know where the cult are getting the undead. Wow. Das hier sind irgendwelche Katakomben oder so. Und hier liegen noch genügend Schergen rum. Bam, den hat's richtig zurückgerissen. So, kommt mir nun zu nahe, ihr Vögel. Ihr werdet alle keinen Spaß haben mit mir. Who's the badass? I'm the badass. Ja, das macht schon, also die Kombination, glaube ich, ist schon nicht schlecht insgesamt. Ah, das war's mit dem. Und ich glaube, den brauche ich gar nicht. Shields already full. Aber hier können wir noch was mitnehmen. Krasse Models auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ein fieses Mausoleum. In Köln gibt es ja in einer
der Kirchen im Eigelstein gibt es so eine richtige Gruft, wo lauter Gebeine auch zu sehen sind. Ich war auch mal in Italien in so einer Kirche, wo die alle so aufgestapelt sind. Und man kann da so hingehen, aber die nicht so wie hier, sondern so senkrecht und alle in einer Reihe. Das sah echt gruselig aus. So. Hier sind wir mal am Ende der Folge angelangt. Guck an. Hier sind einfach mal Kunstgegenstände. Hier hat sich irgendein raffgieriger Toter unter den Nagel gerissen. Und ich befürchte ja, hier erwarten uns nächste Gegner in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.